Letzte Vorbereitungen von Adam Darski und den Musikern der polnischen Black-Metal-Band Behemoth in Warschau. Kurz vor Beginn ihrer neuen Europa-Tournee spielen sie 3 Konzerte in Polen. Und die haben es in sich, denn Darski provoziert. So, aber nicht nur musikalisch. Adam Darski zählt zu den politischsten Künstlern Polens, die sich gegen die rechtsnationalistische und europakritische Regierungspartei PiS stemmen. Ich bin ein polnischer Bürger, genauso wie ich ein Europäer bin. Für mich ist beides gleich wichtig. Ich bin massiv gegen den aktuellen Kurs der Politiker, die unser Land seit gut 2 Jahren beherrschen. Denn die treiben uns in die Isolation. Seine politischen Positionen unterstreicht Darski mit künstlerischen Provokationen. Auch so, dem aktuellen Album liegt diese Fotosammlung bei. Darski in biblischen Motiven als Jesus auf dem umgekehrten Kreuz. Das reizt in Polen, wo die katholische Kirche sich extrem konservativ gibt und die nationalistische Regierung unterstützt. Der Abgeordnete Dominik Tarczyński von der Regierungspartei PiS hat den Künstler sogar angezeigt. Er hat das Gesetz gebrochen. Und das Strafrecht ist da sehr deutlich. Man darf keine Religion beleidigen. Man darf keine religiösen Gefühle verletzen. Das hat er getan. Vor dem Parlament in Warschau sind solche Szenen üblich. Ein katholischer Abtreibungsgegner mit einem Plakat, "Vermehret euch", steht da. Der Kontrast dagegen, Adam Darski und seine Fangemeinde. Viele treffen sich hier. Darski betreibt Friseurläden für die Szene in Warschau, aber auch in den anderen großen liberalen Städten des Landes. Black-Metal-Musik, Lifestyle-Politik, das ist die Mischung des Künstlers, mit der er gegen das rechtsnationalistische, oft engstirnige Establishment protestiert. Die politische Lage ist für mich ausgesprochen ungünstig. Man versucht mich beispielsweise mit Hilfe der Justiz zu zensieren. Ich werde zur Polizei zitiert. Zu unseren Konzerten kommt die Geheimpolizei, um uns zu beschatten und zu überprüfen, ob wir irgendwelche umstürzlerische Aktionen planen. Ich habe das schon alles durchgemacht. Darski und Behemoth wollen sich davon nicht einschüchtern lassen. Dafür haben sie mächtige Unterstützung. In den USA spielt die Band gemeinsam mit den ganz Großen der Heavy-Metal-Szene. Im Friseurladen geht es Mitarbeitern wie Karol Wojda vor allem um ein freies Lebensgefühl. Auf der Straße gibt es viel Wut, dem bin ich auch persönlich schon begegnet. Hier im Laden aber droht niemandem etwas Böses. Am Abend, letzte Vorbereitungen vor dem Konzert in Warschau. Adam Darski verwandelt sich in seine Kunstfigur. Nergal nennt er sich dann, die babylonische Gottheit, die gegen ein feindliches, fremdes Land kämpft. Und genau so sieht sich der Black-Metal-Musiker, nur dass das Land sein eigenes ist, regiert von einem Regime, fremd gegenüber seiner liberalen Weltanschauung. Er will die Menschen aufrütteln, damit sie sich gegenüber der Welt öffnen und anders zu denken beginnen, ihre eingefahrenen Auffassungen verlassen und so aufgeschlossener werden. Er macht das auf eine sehr kontroverse Art. Leider tolerieren das in diesem Land nicht viele. Manche betrachten Darski und seine Band als die letzten Lautsprecher des liberalen Polens. Der Künstler widerspricht. Es gibt noch immer eine ziemlich große Gruppe von Menschen, die frei denken und liberal sind hier in Polen, die hinter dem stehen, was sie tun und sagen. Es ist nicht so, dass ich der letzte liberale Prophet oder Messias bin. Ich bin aber ziemlich gut darin, meinen freien Willen deutlich auszusprechen. My free will. Und dann spielt Adam Darski mit seiner Band Behemoth weiter, den Sound des liberalen Polens.